wer mit meinem Flummel fertig wird, muss ein besonderer Trainer sein. Naja, jetzt gibt man nicht so an. Aber dieses Gesicht, Team Krall, gab es doch. Was ist los? Was geht hier vor sich? Hilfe! Hilfe! Räuber, hier sind Räuber! Wer sagt das? Blödsinn! Wir sind doch keine Räuber! Wir sind Kidnapper. Kidnapper, verstanden? Ich komme mit der dämlichen Synchronstimme durcheinander. Du Vollidiot! Redest uns noch um Kopf und Kragen! Und du, freu dich nicht zu früh, klar! Wir sehen uns wieder und dann zeigen wir dir und deinen Pokémon, was ein echter Hake ist! Jaja, dann zeigen wir dir, wie Gartenarbeit wirklich funktioniert! Oh je, ich glaube, da steckt jemand drin. Das ist fest verknotet. Was sind das nur für Kerle, die so etwas machen, die so einen tollen Knoten zusammenbinden können? Meine Fresse, das müssen ja echte Genies sein. So, hi. Der Sack ist mit einem Strick fest zugebunden. Knoten lösen. Mit der Story fortfahren. Ja, nein, vielleicht. Fragen Sie mich morgen nochmal. Knoten lösen, ja. Hering zieht an dem fest verknoteten Strick. Der Knoten ist jetzt noch fester geworden. Du hast es verkackt. Game over. Langsam löst sich der Knoten. Okay, auch gut. Hering löst den Strick, mit dem der Sack verschlossen war. Ta 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 ta. Oh mein Gott, eine Chica. Gott sei Dank. Endlich frei. Zeit, die Erde zu erobern. Haha. Nein, Moment. Falsche Serie. Aber wo bin ich? Wo haben diese Kerle mich hingebracht? Wir sind in Fennec. Fennec! Der Stadt der wasserblauen Quellen. Du willst nicht wissen, was wir im Jahr für unsere Wasserrechnung hier bezahlen, aber naja. Und dieser junge Mann hat sich aus den Händen der Gangster befreit. Hey, und wie er gekämpft hat, das war echt klasse. Schade, dass du das nicht sehen konntest. Ja. Ach, tatsächlich? Danke, aber wer bist du eigentlich? Aha, du bist also Hering, das habe ich dank meiner telepathischen Fähigkeiten erfahren. Mein Name ist... Wie nenne ich sie denn? Oh, ich brauche einen weiblichen Namen. Ich werde ja, also, ich habe mir fest vorgenommen, also so ziemlich allem und jedem, wo ich zumindest die Gelegenheit habe, irgendwie einen Usernamen zu geben. Einen Usernamen zu geben, also sprich irgendeinen Namen von euch. Und ich weiß, dass ich ihr damit an der Stelle einen riesigen Gefallen tue. Hoffe ich zumindest an der Stelle. Ja. Sieht es vielleicht als kleine Wiedergutmachung oder so für irgendwas. Ist mir egal. Wir nennen die Gute jetzt einfach mal Lilia. Jo. Ist Lilia okay? Ja. Ich bin nur gespannt, worauf das Ganze... Ich kenne das Spiel, wie gesagt, nicht. Ich bin nur gespannt, worauf das Ganze jetzt hinausläuft. Ich heiße Lilia, schön dich kennenzulernen. Tralala. Die beiden haben mich an einer Nachbarstadt überwältigt und gefangen. Und noch andere schlimme Dinge, aber egal. Ach, diese Kerle haben nicht zufällig ein, sagen wir, ungewöhnliches Pokémon eingesetzt, oder? Ein ungewöhnliches Pokémon? Nein, die Pokémon waren ganz normal. Aber was genau meinst du eigentlich mit ungewöhnlich? Oh, naja, ist wohl nicht so wichtig. Du fragst doch aus einem bestimmten Grund, oder? Vielleicht solltest du dich einmal mit dem Bürgermeister unserer Stadt treffen. Er ist sehr zuvorkommend und kann dir bestimmt irgendwie helfen. Das Bürgermeisterhaus findest du gleich links, wenn du die Treppe hinter dem Springbrunnen hochsteigst. Der Bürgermeister? Ja, gute Idee. Der Bürgermeister weiß bestimmt etwas. Sag mal, Hering, es ist vielleicht ein wenig unverschämt, aber ich kenne sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Könnte ich dich vielleicht für eine Weile begleiten? Warum? Ja, nein, vielleicht. Frag mich morgen nochmal. Nein. Aber vielleicht kommen die Kerle von eben noch einmal wieder und ich bin eine arme, kleine, schwache Frau und du hast große, starke Muskeln und einen unglaublich tollen, attraktiven Körper und, bitte wollen wir nicht zusammen... Ja, okay. Danke, Hering. Ich wusste genau, dass du das sagen würdest. Wenn du bei mir bist, dann können diese Rowdies, ich habe auf einmal einen amerikanischen Akzent, Hering. Dann können diese Rowdies ruhig kommen, Hering. Wir werden bestimmt ein tolles Team, denkst du nicht? Ja, vielleicht. Lilia schließt sich dir an. Lilia, los, setz Aquaknarre ein! Achso, du bist kein Pokémon, scheiße. Lilia, zurück in den Pokéball. Irgendwie passt ihr beiden gut zusammen. Fast werde ich schon ein wenig neidisch. Oh Gott.
Das Bürgermeisterhaus ist gleich links, wenn ihr die Treppe hinter dem Springbrunnen hochsteigt. Okay, jetzt sind wir also zunächst mal in Fennec und Lilia ist jetzt bei uns. Und jetzt laufen wir hier rum und klauen uns das Merrill. Merrill. Was war das nur für ein Lärm am Eingang der Stadt? Sicher waren das wieder die Rowdies aus der Nachbarstadt. Und unser Bürgermeister, der unternimmt mal wieder überhaupt gar nichts. Der faule Sack, der. Was bedeutet PC? Personal Computer? Oder unter Umständen etwas anderes? Oh, ihr seid auf Reisen. Seid ihr auch Pokémon-Trainer? Ja, so oder so ähnlich. Ich wusste es. Ich habe mir gleich so etwas gedacht, weil in dieser Welt zum Glück irgendwie 99% der Bevölkerung Pokémon-Trainer sind, aber egal. Dann könnt ihr den PC in diesem Pokémon-Center benutzen, um euren Spielfortschritt zu speichern. Wisst ihr, in jedem Pokémon-Center stehen PCs, na gut, okay, die jeder Trainer benutzen kann. Das ist nett. Jeder Trainer kann die benutzen, das ist ja voll widerlich. Hoffentlich reinigen die ab und zu auch mal die Tastatur. Hey du, schau mal, das hier ist wirklich cool. Siehst du, das ist ein Stadtplan von Fennec. Fennec! Sieht toll aus, oder? Fennec. Eine holographische Darstellung der Stadt. Ja, und eine holographische... Mehr darf ich jetzt... Okay, dann nicht. Dup-di-dup-di-dup, was haben wir hier? Kann ich hier was lesen? Nein, kann ich nicht. Kann ich mich hinsetzen? Nein, kann ich nicht. Kann ich die Blumen gießen? Nein, kann ich nicht. Kann ich, den alten Opa hier nerven. So einen PC verwendet man nicht nur, um Spielstände zu speichern. Du kannst über ihn auch auf das Lagerungssystem zugreifen. Ja, ja, wir leben schon in einer praktischen Welt. Und ich könnte noch Geschichten erzählen, also da würden dir die Ohren schlackern. Im Regal stehen Bücher zum Thema Pokémon. Nein, sowas aber auch. Im Regal stehen Bücher zum Thema Pokémon. Die kennen nichts anderes hier in dieser Welt. Ist der Wahnsinn. So, wähle eine Option. Pokémon-Lagerungssystem, Item-Lagerungssystem, sichern. Sichern ist, glaube ich, immer gut. Spieler Hering, Spieldauer 21 Minuten. Gekrallte Pokémon 0. Oh mein Gott, werden wir hier etwa vom PC gespoilert? Was ein gewisses Gameplay-Feature angeht. Ich glaube ja irgendwie schon. Naja, was soll's. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Wenn man das so vorliest, dann merkt man erstmal, dass diese Texte wirklich für Dreijährige geschrieben sind, oder? Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Ich meine, es ist so krass, wie oft die sich wiederholen, aber naja, egal. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Du siehst aber gar nicht aus wie Schwester Joy. Moment. Normalerweise arbeitet nur Schwester Joy in einem Pokémon Center. Irgendwas ist hier. Lilia, du stehst im Weg. Dankeschön. Ist hier unten irgendwas? Noch ein PC. Was ist das hier? Wer bist du? Tut mir schrecklich leid, aber wir renovieren noch. Komm doch später wieder. La la la. Aha, die renovieren noch. Im Regal stehen Bücher zum Thema... Nein, ich sag's nicht. Das ist ein normaler PC, oder? Es ist ein normaler PC. Gut, wer weiß, was es hier unten wird? Vielleicht so eine Art Laden, Item-Shop oder irgendwas in der Art. Eine besondere Station, keine Ahnung. So sehen also die Pokémon-Center in dieser Welt aus. Das ist sehr interessant. So, hier ist ein Shop. Bevor ihr weiterreist, solltet ihr eure Vorräte im Item-Shop auffüllen. Ihr müsst wissen, das ist mein, ihr müsst wissen, das ist der beste Item-Shop in der ganzen Umgebung. Was ist das da oben? Eine Kiste oder sowas? Oh, da müssen wir noch hin. Okay, Item Shop. Ich will da rein und voll viele Sachen kaufen. Warum ist dieser Supermarkt hier so groß? Ich habe zwar noch keine eigenen Pokémon, aber ich komme jeden Tag hierher. Ja. Es macht einfach Spaß, die vielen Pokémon-Artikel anzusehen, die es hier gibt. Ja. Aber kaufen tue ich gar nichts und nerv damit den Verkäufer. Ne. Wenn deine Pokémon geschwächt sind, solltest du ihnen einen Trank geben. Ein guter Trainer sollte immer genug Trank bei sich haben. Entschuldigung, ich sehe jetzt schon die ersten Kommentare vor mir, die sagen, kannst du das bitte auch normal vorlesen? Ja, könnte ich, aber gerade finde ich es irgendwie so lustiger. Schließlich gibt es nicht immer ein Pokémon-Center in der Nähe. Und dann ist so ein Trank wirklich hilfreich. Ja, bestimmt. So krass. Ist schon wieder die falsche Puppe rausgekommen.
Ich will die unter der Kapsel da. Hudjubu. Ich kann hier nicht spielen. Scheiße. So. Hallo, willkommen im Item-Shop. Wie kann ich dir helfen? Kaufen. So. Ja, Trank. Super Trank. Boah, haben wir viel... Warum haben wir so viel, krass viel Kohle? Okay, ich will ganz viele Sachen kaufen. Im Besitz 5-mal Trank. Wir kaufen hier noch 5 Tränke. Ja, ja, so hier, zack. Und Supertrank bitte auch nochmal 3-mal. Ja, ja, so. Gegengift kann nicht schaden, weil damit nerven die Gegner meistens als allererstes. Feuerheiler, Eisheiler, das braucht man fast nie. Aufwecker, na gut, das kann man auch 2-mal kaufen, ist in Ordnung. Paraheiler wäre noch ganz wichtig, weil ich hasse es irgendwie, wenn die Leute mich paralysieren. Und mit dem Hyperheiler hätte ich irgendwie mir den ganzen anderen Schmonz sparen können, oder? Kann das sein? Na gut, okay. Wir wechseln irgendwann später auf den Hyperheiler. Verbrauchen wir erstmal die Sachen, die wir haben. Pokebälle gibt es jedenfalls nicht zu kaufen. Nachtigall, die könnt ihr trapsen. So. Kann ich eigentlich die ganze Zeit mit dir reden, Lilia? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann dich in irgendeine Ecke drängen und, na gut. Lassen wir das. Lala. Gegen Vergiftung hilft Gegengift. Gegen Paralyse hilft Paraheiler. Gegen Schlaf hilft Aufwecker. Aber wenn dein Pokémon im Kampf einschläft, brauchst du es nur zu rufen, um es aufzuwecken. Das ist wesentlich billiger. Ja, 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 ja. Viel billiger. Und ich mag's billig. Um wilde Pokémon zu fangen, braucht man Pokebälle. Das weiß jeder. Aber in dieser Gegend gibt es bekanntermaßen keine wilden Pokémon. Deshalb besteht keine Nachfrage und deshalb verkauft keiner welche. Das weiß aber auch jeder. Jetzt aber echt mal. Also, wie dumm bist du überhaupt? So kommst du ja, also fassbar. Hallo, willkommen im Itemshop. Wie kann ich dir helfen? Megablock, Angriff Plus. So einen Scheiß habe ich in den Gameboy-Teilen nie eingesetzt. Also, ich hoffe sehr, dass man das auch hier nicht braucht. Weil ich finde das immer so ein bisschen doof. Brauche ich nicht. Wie gesagt, ist absolut unnötig, unnötig, unnötig. Deswegen lassen wir das auch. Hey, wenn das nicht das hübsche Paar von eben ist. Wie steht's? Habt ihr etwas in Erfahrung bringen können? Achso, ich dachte, sie sagt jetzt, habt ihr etwas Erfahrung machen können, miteinander? Nein. Echt? Das ist aber blöd. Aber warte mal, wenn es um Pokémon geht, dann kann man euch bestimmt in der Prim-Arena helfen. Oh Gott. Offiziell ist sie bekannt als Prim-Pokémon-Arena. Aber die meisten Trainer nennen sie nur Prim-Arena. Warum los? In der Prim... Es tut mir leid. In der Prim-Arena trainieren die besten Trainer, damit sie selbst und ihre Pokémon noch besser werden. Ich denke, dort werdet ihr sicher etwas erfahren. Die Trainer dort kennen sich mit Pokémon wirklich gut aus. Boah, die Texte sind anstrengend. Die Prim-Arena findet ihr in der Stadtmitte. Steigt einfach die Treppe hinter dem Brunnen hoch. Also wäre ja quasi hier, ne? So, oder ne, hier oben scheint noch mehr zu sein. Wir gehen jetzt erstmal nochmal ein bisschen hier unten gucken. Ach, du bist auf Reisen? Nein, wie aufregend! Willst du ein Elite-Trainer werden? Oder bist du auf einer Expedition, um Pokémon zu treffen? Die es hier in der Gegend ja natürlich absolut nicht gibt, wie man natürlich weiß. Also warum fragst du mich überhaupt? Oh, ich bin richtig neidisch auf dich. Ja, nee, seltsam. Okay, gut. Hi. Was für ein herrliches Wetter! Wenn das nicht genau das richtige Wetter für einen Pokémon-Kampf ist! Zeit für ein Duell! Los, hol deine Karten raus, in dem Moment. Oh, doch, tatsächlich. Wie sieht's aus, Jüngchen? Ich hab nämlich wirklich Lust auf einen Kampf. Ja, klar. Okay, Opa. Eine Herausforderung von Pokémon Senior Rando. Alles klar. Visor und Hoothoot werden von Pokémon Senior Rando in den Kampf geschickt. Oh mein Gott. Gut. Los nach Tara und Siana. Aber ich übernehme keine Verantwortung, wenn du, wenn es dir nachher nicht mehr so gut geht, Opa. Also, ne, das ist dir hoffentlich klar. So, was haben wir? Also, Hoothoot müsste normal Flug sein, Visor ein normales Pokémon. Im Endeffekt ist es also momentan noch scheißegal, wie ich angreife. Ich weiß gar nicht, Hoothoot schätze ich weniger gefährlich ein, weil Hoothoot hat mit Sicherheit... aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, irgendwelche Psycho-Attacken, die schaden weder Nachtara und Psyana. Also Nachtara schon mal gar nicht, weil Unlicht-Typ halt. Und Psyana hat ja einen natürlichen Widerstand gegenüber Psycho-Attacken. Kann höchstens sein, dass Hoothoot jetzt irgendwelche Flugattacken oder so einsetzt, aber was soll's. Du
Hypnose. Ja gut, er geht schon los mit Psychotechniken. Aber das ist nur zum Schnorcheln. Xiana ist eingeschlafen. Es schläft im Stehen. Es hat einfach nur die Augen zugemacht. Verdammt. Geheimpower nach Tara. Und Xiana, auch wenn du schläfst, ja gut. Xiana schläft tief und fest. Nach Tara setzt Geheimpower ein. Go, go, go. Boom. Oh ja, habe ich mir jetzt ein bisschen kraftvoller vorgestellt, offen gesagt. Genauigkeit von Hutot senkt. Oh, das ist cool. Setz Schnabel ein. Ja, mach doch. Hau doch nicht mein Psyana. Und es ist immer noch nicht aufgewacht. Trotz der Tatsache, dass es angegriffen wurde. Gibt es ja bei manchen Rennspielen, ja genau. Gibt es ja bei manchen Rollenspielen so, dass wenn jemand eingeschlafen ist und derjenige dann getroffen wird, dass der dann sofort aufwacht. Bei Pokémon ist das nur von einer gewissen Wahrscheinlichkeit abhängig oder so. Keine Ahnung. Ja. Musst du noch weiter auf meinen Psyana einklöppeln? Das finde ich irgendwie wenig nett. Und Psyana, du könntest so langsam aber sicher auch mal aufwachen. Kann ich ihm, ihr nicht einfach, ne, ihm, weil es ein männliches, glaube ich, nicht einfach am Schwanz ziehen? Nachtara erhält so und so viele Angriffs, Quatsch, auf Angriffspunkte. Boah, was ist denn jetzt gerade los? Erfahrungspunkte, Spieler besiegte Poké Senior Rando. Ja, Junge, du hast mich geschafft. Dabei bin ich doch so ein armer alter Mann. Hier hast du meine Rente von diesem Monat, weil ich irgendwie dir jetzt Geld geben muss. Oder so.